Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 14. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Und wieder geht es mit unserer 100 Baby Challenge weiter. Seit dem letzten Part hat unsere liebe Emma tatsächlich 5 Kinder. Also, wir haben Daisy, Ivy, Violet, Clay und Rose. Und wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir in diesem Video mit unseren Drillingen zur Schule gehen. Aber bevor wir in den Part hineinstarten, möchte ich mich bei euch noch bedanken. Wir sind jetzt bei YouTube tatsächlich schon bei 1000 Abonnenten. Wirklich danke an jeden einzelnen von euch. Und wie angekündigt, möchte ich das mit einem 10-Stunden-Stream auf Twitch mit euch feiern. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele geben und unter anderem auch Gewinnspiele. Vielleicht werde ich ja das neue Highschool-Pack verlosen, das sich so viele von euch gewünscht haben. Auf jeden Fall wird der Stream aufgrund der Urlaubszeit erst Anfang September stattfinden, einfach damit möglichst viele von euch Zeit haben und schaut am besten schon mal auf Twitch vorbei, damit ihr ja nichts verpasst. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und mit diesem Blick auf unser wunderschönes Haus starten wir jetzt ins Let's Play. Emma war schon ganz schön fleißig, also sie hat sich um den Garten gekümmert und jede Menge Dinge eingemacht. Die zwei Kleinen schlafen, also hier haben wir unseren kleinen Clay und hier haben wir die kleine Rose. Übrigens, eine Sache, die ich in den Kommentaren gelesen habe, und zwar hat Lea Francesca, wenn ich mich jetzt an den Namen richtig erinnere, vorgeschlagen, dass wir unseren Clay Jared nennen. Also Jared bedeutet nämlich auch Rose und dann hätten beide den gleichen Vornamen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihn, sobald er zum Kleinkind wird, einfach in Jared Clay umbenennen. Und dann bleibt seine Farbe trotzdem orange, weil es gibt eben auch orange Rosen. Und dann passt er einfach besser zu seiner Zwillingsschwester. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee, aber schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oh, Violet hat jemanden kennengelernt in der Schule. Und zwar Gina. Okay, Gina Faber. Sehr, sehr gut. Ich habe nämlich eingestellt, dass sie eben Freundschaften schließt. Ivy kümmert sich um die Hausaufgaben und Daisy nimmt aktiv am Unterricht teil. Und sie ist jetzt auch eine Zweier-Grundschülerin. Sehr, sehr gut. Okay, ja, die anderen sind leider nicht so gut, aber das war ja zu erwarten. Auf jeden Fall werden wir jetzt mit Emma zum Markt schauen und die Drillinge können sich in der Zwischenzeit um ihre kleinen Geschwister kümmern. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal Raoul mit, damit sich Emma einfach noch einmal mit ihm richtig unterhalten kann und ihm auch ein bisschen was von den Kleinen erzählen kann. Und hier sind wir. Wie immer glitschen alle vor dem Restaurant. Nein, Clay und Rose sind nicht bei der Tagespflege. Und hier haben wir Raoul und wir werden, oh, jetzt könnten wir Tratsch belauschen. Werden wir das einmal machen? Vielleicht tratscht er ja über uns. Das war ja eine der Aufgaben, die wir von der Bürgermeisterin bekommen haben. Okay, sie tratschen über Judith? Nein, ich habe keine Ahnung. Da Raoul auf der Hut war, konnte Emma keinen pikanten Tratsch in Erfahrung bringen. Vielleicht sollten sie sich besser kennenlernen? Oder vielleicht könnte ein Getränk das Eis brechen und Raoul in die Stimmung versetzen, den neuesten Tratsch zu verbreiten. Ich glaube, Emma und Raoul kennen sich schon ziemlich gut, aber okay. Ja gut, dann werden wir einmal mit ihm sprechen. Und zwar werden wir ihm einfach mal Erziehungstipps geben und dann können wir ihm eine fesselnde Geschichte erzählen. Und dann kann sie ihm ja von den ersten Tagen mit den Zwillingen erzählen und dann geben wir ihm noch Erziehungstipps. Oh, diese Frau ist schwanger und jetzt ist sie weg. Irgendwie sind alle Sims die ganze Zeit schwanger. Das war irgendwie ein sehr kurzes Gespräch. Also Ted hat sich jetzt eingemischt und jetzt möchte Raoul auch gar nicht mehr mit Emma sprechen, sondern unterhält sich nur mehr mit Ted. Okay. Scarlett ruft uns gerade an. Hey Emma, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja klar, warum nicht? Emma ist ja noch immer auf der Suche nach der großen Liebe. Aber gut, dann soll jetzt Raoul sich einfach mal mit seinem Stiefvater unterhalten und wir werden hier jetzt einmal handeln und dann die Ware verkaufen. Wer bist denn du? Maya Müller. Hä, wo ist Kim? Ist Kim gestorben? Aber Kim ist doch hier. Okay, keine Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund arbeitet jetzt Maya hier und nicht mehr Kim? Ja, hier ist nach wie vor Agatha. Oh, wir bekommen wieder Rabatt. Sehr, sehr gut. Dann werden wir jetzt unsere Objekte verkaufen mit 10%igem Gewinn, weil Emma einfach so viel Charisma hat und alle um ihren Finger wickeln kann.
Gut, dann verkaufen wir mal die eingemachten Pilze, das Schokoladensirup und ich klicke sogar auf die rechte Maustaste, damit es in 10er Schritten geht. Und dann noch dreimal Tomatensauce. Okay, keine Ahnung übrigens, woher wir die Früchte für Einsteiger und die Kräuter für Einsteiger haben, aber die können wir dann zu Hause gleich mal pflanzen. Und wir bekommen 768 Simoleons. Sehr, sehr gut. Aber jetzt müssen wir natürlich noch ein wenig mit Raoul sprechen. Ich schätze, wir setzen uns wieder auf die Bank, auf der wir immer sitzen. Und zwar ist das diese Bank, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, das war diese Bank. Oh, ich habe schon das Highschool-Pack, wie man sieht. Sporttag des Footballteams. In der Nähe der Copperdale High School findet ein Footballwurf-Wettbewerb statt. Okay, das klingt eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, wir werden noch warten, bis die Drillinge zu Teenagern werden und dann werden wir mal nach Copperdale reisen. Und schon wieder passiert etwas Merkwürdiges. Aus irgendeinem Grund möchte Raoul nicht mit Emma auf dieser Bank sitzen. Er steht einfach nur da. Okay, gut. Wie ihr es euch schon denken könnt, ich bin noch immer nicht sonderlich gut, auf Raoul zu sprechen und Emma glaube ich auch nicht. Deshalb werden sie sich jetzt noch einmal streiten. Und zwar werden sie sich über Erziehung streiten, weil genau das ist ja das Thema, das die beiden jetzt beschäftigt. Jetzt wird Emma von Lavina angerufen. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Tina Tinker zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Haben wir ihr wirklich geraten, dass sie Zeit mit ihr verbringt? Kann mich nicht mehr erinnern. Aber okay, vielleicht ist sie nicht mehr sonderlich lange mit Ted zusammen. Aber gut, wie immer sind die beiden am Streiten. Und jetzt bekommen wir noch eine SMS von Thorn Bailey. Hey Emma, ich habe so viele gute Sachen über dich gehört. Ich würde mich sehr freuen, mit dir Freundschaften schließen zu dürfen. Ja, kennen wir denn jetzt? Sonst können wir ja keine Freundschaft mit ihm schließen. Nein, wir kennen ihn nicht. Okay, und Raoul und Emma streiten noch immer. Die verstehen sich leider wirklich nicht mehr gut. Dann werden wir noch einmal ihm Verbote oder Worte um die Ohren brüllen. Techtelmechtel? Nein, ich glaube nicht. Und dann werden wir ihn einmal noch anbrüllen und einmal werden wir ihn noch beleidigen. Ich glaube nämlich wirklich, dass Emma sehr, sehr tief verletzt ist, auch weil er die Kinder anscheinend gar nicht kennenlernen möchte. Also sie wird ihm jetzt noch einmal die kalte Schulter zeigen. Und dann werden wir ihn noch einmal abblitzen lassen. Weil ich finde das wirklich komisch. Er hätte einfach vorbeikommen können und die Kleinen kennenlernen, aber nein, er war einfach nie da. Ja, ich glaube, die beiden haben jetzt genug gestritten. Ich werde die Runde jetzt einfach mal auflösen. Okay, er rennt eh schon davon und ist ziemlich wütend. Oh, oh. Oh, wen haben wir denn hier? Ist das Lenny? Ja, Lenny, mit dem möchte ich sprechen. Gut, wir werden jetzt ihm einmal den Tag verschönern und dann können wir uns ja auch ein wenig über Raoul beschweren. Können wir uns über Raoul beschweren? Über anderen Sim lästern. Und zwar werden wir jetzt einmal über Raoul lästern, weil er sich einfach unmöglich verhält. Ich weiß, eigentlich streitet Emma immer mit ihm und nicht umgekehrt, aber ihr müsst bedenken, sie ist alleinerziehend, hat mittlerweile 5 Kinder und er kümmert sich einfach gar nicht drum. Er hat Clay und Rose noch nicht mal kennengelernt. Und jetzt spricht sie schlecht über Raoul. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich verstehe deine Bedenken, Emma. Ich werde bald mit Raoul reden. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nach diesem Gespräch doch ganz schön nervös bin, ihn zu treffen. Wow, wie lieb ist Lenny bitte. Also er nimmt unsere Bedenken total ernst und er möchte sogar für uns mit ihm sprechen. Wow, ich glaube, ich möchte, dass Lenny unser bester Freund wird. Gut, dann werden wir ihm jetzt ein Kompliment über sein Outfit machen. Dann werden wir über unsere Träume mit ihm sprechen und dann können wir ihm ja auch noch einmal schmeicheln. Oh, schaut mal, wie süß. Sie sind nur Bekannte. Und trotzdem empfindet Emma für Lenny absolute Verehrung. Emma möchte nur das Beste für Lenny und findet ihn einfach wundervoll. Wie süß ist das? Ja, und die beiden verstehen sich wirklich, wirklich gut. Wir werden dann noch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen, weil anscheinend sind wir wirklich total auf einer Wellenlänge mit ihm. Und dann werden wir auch nochmal Fotos mit ihm teilen und können ihm ja seine Nichte und seinen Neffen zeigen. Also eigentlich Stiefnichte und Stiefneffe. Gibt es sowas? Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall verstehen sie sich sehr gut und er ist ein Hundefreund. Oh, Lenny, du bist so lieb. Jetzt haben sie noch ein Gefühl miteinander? Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Oh mein Gott, die beiden sind einfach unglaublich süß. Ja, sie werden definitiv beste Freunde, aber jetzt muss Emma nach Hause zu ihren Kids.
und wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Das Gespräch mit Raoul ist ja nicht so gut gelaufen, aber ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Zumindest konnten wir uns mit Lenny ein wenig anfreunden. Okay, wir haben 21 Uhr und natürlich ist noch absolut niemand im Bett. Wie könnte es anders sein? Daisy, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Daisy wird jetzt das Aktivitätsdiagramm ausfüllen, damit sie an ihrer Motorikfähigkeit arbeiten kann. Daisy muss ganz dringend auf die Toilette und ein ärgerliches Häuflein machen. Alles klar. Dann werden wir hier Reste nehmen und Violet wird zuerst etwas essen und dann auf die Toilette gehen. Und dann könnte sie eigentlich ein bisschen Geige üben. Und Ivy könnte sich um den Garten kümmern, wenn zumindest etwas zu tun ist. Sie könnte ein wenig mit der Pflanze sprechen und ihn auch Würmern fragen. Und dann könnte sie sich noch ein bisschen mit Patchy anfreunden. Sie wird einen Erntewitz erzählen, dann noch über Vögel reden und dann einfach ein lockeres Geplauder machen. Und Emma ist schon wieder ins Bett gegangen. Okay, nein, das war eigentlich nicht mein Plan für dich. Du könntest nämlich gleich etwas kochen. Und wir haben schon wieder absolut nichts da. Wir können Tortillas mit Soße machen. Nicht genug. Pilzsuppe, perfekt. Pilze haben wir immer genug. Dann machen wir eine Partygröße Pilzsuppe. Sehr gut, dann haben die Kids dann gleich was zu essen. Und Clay und Rose geht es anscheinend auch noch gut. Aber dann werde ich die Nacht hier jetzt mal überspringen und alle sollen sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Denn morgen in der Früh werden wir ja mit den Drillingen gemeinsam in die Schule gehen. So, und wir haben jetzt den nächsten Morgen. Ivy kümmert sich tatsächlich gerade freiwillig um ihre kleine Schwester. Das finde ich sehr, sehr süß, vor allem, weil sie beim letzten Mal ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so glücklich darüber war, dass sie eine kleine Schwester hat. Beziehungsweise, dass sie zwei kleine Geschwisterchen hat. Aber das freut mich jetzt, dass sie sich anscheinend damit abgefunden hat. Ansonsten habe ich noch die ganzen unterschiedlichen Kräuter platziert. Also wir haben jetzt hier auch noch eine Petersilienpflanze. Dann haben wir hier noch Basilikum. Ja, ich habe einfach jede Menge platziert und wir können hier auch jede Menge der Dinge ernten. Leider hat es jetzt nicht mehr so eine schöne Ordnung. Also irgendwann muss ich den Garten dann auch noch vergrößern. Aber gut, es ist jetzt 6:30 Uhr, das heißt, wir haben sehr, sehr bald Schule und es geht auch allen sehr, sehr gut. Okay, Violet könnte noch schnell ein Bad nehmen. Ja, okay, da stinkt wieder jemand, Ivy. Jetzt musst du auch noch deinem kleinen Bruder die Windeln wechseln. Daisy braucht auch Sozialfähigkeit, dann kann sie sich ja noch ein wenig mit ihrer kleinen Schwester anfreunden. Werden wir einmal reden, hüpfen und Grimasse schneiden. Die Klasse von Daisy macht einen Ausflug ins Kunstmuseum. Langsam glaube ich wirklich, da ist etwas verbuggt. Es kann ja nicht sein, dass die Klasse von Daisy jeden Tag irgendwohin einen Ausflug macht. Aber okay, vielleicht sollte ich dein Education Overhaul Mod neu installieren. Gut, Daisy, dann gehst du heute wieder ohne uns in die Schule. Und dann werden wir am besten einfach gleich mal mit Violet mitgehen, wobei sie sich wahrscheinlich eh nicht um Schulsachen kümmern wird, sondern sich einfach nur mit anderen Leuten anfreunden wird und Ivy kann in der Zwischenzeit ja am Unterricht teilnehmen. Okay, schlechte Nachricht. Anscheinend funktioniert mein Mod nicht. Dann werden wir den Schultag jetzt ganz einfach faken. Gut, Violet, du kommst wieder nach Hause. Ja, du wirst jetzt die Schule schwänzen und dann reisen wir mit ihr einfach zur Grundschule. Und hier sind wir. Es sind tatsächlich ganz, 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 ganz viele Kinder gespawnt. Und ich habe keine Ahnung, warum. Oh, dieses Kind ist ein Weltstar. Amy Prescott. Ich glaube, Violet würde sich mit dem Weltstar anfreunden. Dann werden wir uns einmal respektvoll bei ihr vorstellen. Oh, und hier haben wir Leo Potter. Dann werden wir uns auch einmal bei ihm vorstellen. Ich habe keine Ahnung, warum das trotzdem funktioniert. Es sind nämlich trotzdem alle als Schüler gekennzeichnet. Das ist sehr, sehr spannend. Anscheinend ist der Mod halb verbuggt, aber war irgendwie klar, dass das Highschool-Pack und der Patch damit das Ganze sprengt. Hä? Violet ist auch ein Weltstar? Wieso ist mein Kind ein Weltstar? Okay, hier ist sie keiner. Und jetzt ist sie auch keiner mehr. Mein Spiel ist verbuggt. Aber gut, freunden wir uns mit Amy an. Wir werden uns einmal über Eltern beschweren. Dann werden wir uns über Erwachsene lustig machen. Wen haben wir denn noch? Sie sieht auch cool aus. Maya Bier. Dann haben wir hier Marvin. Der sieht auch süß aus. Christian Fleming, schon wieder ein Weltstar. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Bei ihm stellen wir uns auch noch freundlich vor. Und wer bist du? Annika.
Okay. Ich glaube, Christian und Amy werden unsere besten Freunde. Die beiden Weltstars, die eigentlich keine sind. Ich werde gleich mal eine Gruppe mit ihnen bilden. Oh, warum ist sie denn jetzt so traurig? Fühlt sich klein, weil egoistischer Sim in der Nähe ist. Ist jemand von ihnen egoistisch? Okay, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann werden wir mit unseren neuen Freunden gleich mal irgendwas Lustiges machen. Das ist übrigens die Hanford Grundschule. Sie ist von Misha KK und ich liebe alles daran. Ich finde, es ist ein wunderschönes Gebäude. Und ja, ich habe es aus der Galerie, also ihr könnt es da auch finden. Oh, hier gibt es auch sogar Hühner. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Jetzt dachte ich schon, das Huhn ist auch ein Star. Schach spielen? Nein, ich glaube nicht, dass sie Schach spielen würden. Was machen coole Kids? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, wir könnten Basketball spielen. Perfekt, wir werden zusammen Würfe ausprobieren. Ja, ich finde es wirklich sehr spannend, dass der Mod irgendwie so halb kaputt ist. Also, dass sich jede Menge Schüler hier versammeln. Obwohl ich nicht offiziell mit ihnen in die Schule gehen konnte. Ja, ich hoffe, diese ganzen Bugs werden bald gefixt. Und auch, dass wir so viele Weltstars haben, die dann gar keine mehr sind. Anscheinend ist wirklich einer der beiden egoistisch, weil sie fühlt sich die ganze Zeit traurig, wenn sie bei ihnen ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und ich würde ihnen so gerne ein Umstyling geben, weil ich finde, sie sind so coole Sims. Dann werden wir sie einmal um Rat bitten. Dann werden wir einmal von Süßigkeiten schwärmen, einen Witz über Comics machen. Und dann können wir mit ihm ein Fantasieabenteuer spielen. Er mag Sport anscheinend gar nicht. Okay, Christian, wir zwingen dich auch nicht weiter mit uns Ball zu spielen. Oh, und hier haben wir noch ein Kind, das aussieht, als würde es sich gut mit Daisy verstehen. Nee, wei. Und sie hat auch tatsächlich ein ähnliches Outfit an wie Daisy. Dann werden wir uns jetzt einmal grob bei ihr vorstellen und werden dann ihre Wut verniedlichen. Ich glaube nämlich, Violet und Daisy sind nicht so ganz auf einer Wellenlänge und deshalb wird sie sich mit Nevai wahrscheinlich auch nicht so gut verstehen. Ich hole jetzt Daisy einfach gleich mal her. Ja, verlass einfach die Exkursion früher und komm hierher. Dann kannst du dich noch mit ihr anfreunden. Ich möchte nämlich, dass Violet eine ziemlich große Freundesgruppe hat und Daisy vielleicht nur so ein paar enge Freunde und ich glaube, da würde sie ganz gut passen. Und Violet und sie verstehen sich schon mal gar nicht. Sehr, sehr gut. Wir werden über wütend Stimmung reden. Und dann können wir sie einmal mit Schwarm necken. Ich glaube, das würde sie machen. Und Violet hat dadurch jetzt Level 5 der Sozialfähigkeit erreicht. Alles klar. Daisy, kommst du jetzt zu uns? Irgendwie ist mein Spiegel sehr, sehr verbuggt, obwohl ich alle Mods abgedatet habe. Aber gut, dann gehen wir mit Violet jetzt nach Hause und ich hoffe sehr, dass der Mod bald wieder funktioniert. Weil dank dem Pack können wir ja mit den Teenagern in die Schule gehen, aber ich möchte ja mit meinen Kindern auch in die Grundschule gehen. Ja, hoffentlich funktioniert alles beim nächsten Part dann wieder. Gut, und wir sind wieder da. Ivy hat jetzt gute Noten. Okay. Daisy, wie geht es eigentlich bei dir? Ja, ihre Leistung ist durchschnittlich. Okay, Ivy und Daisy sind durchschnittlich. Und Violet hat gute Noten? Violet hat noch nie ihre Hausaufgaben gemacht. Wie kann sie gute Noten haben? Was ist mit meinem Spiel los? Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr wegen dem neuen Update jetzt auch so viele Bugs habt. Lenny, Raoul ist so ein Spinner, aber du hattest mich ja gewarnt. Lenny ist so cool. Er ist auf unserer Seite. Dann schreiben wir ihm jetzt auch noch eine SMS. Wow, so spielt mir das Spiel mal wieder in die Karten. Was war das? Wieso ist mein Spiel so verbuggt? Also ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Bugs habt oder ob ihr wisst, woran diese Bugs liegen können. Ich habe ein bisschen Angst um meine Spielstände. Aber auf jeden Fall, im nächsten Part haben die Zwillinge schon Geburtstag und dann werden sie tatsächlich schon zu Kleinkindern. Also schreibt mir auf jeden Fall noch in die Kommentare, ob wir Clay jetzt in Jared Clay umbenennen sollen, also damit er besser zu Rose passt. Wie gesagt, ich finde die Idee sehr, sehr schön. Aber sagt mir einfach eure Meinung dazu und dann schauen wir, wie wir da im nächsten Part dann weiter vorgehen. Und jetzt offscreen werde ich noch schnell die zukünftigen Freunde von Violet und Daisy umstylen. Und ja, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende von meinem Video angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Wie schon öfter angemerkt, über Kommentare und Storyvorschläge von euch freue ich mich immer wirklich am meisten. Aber gut, dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!